Gut, das sieht clean aus soweit. Das ist hier die... Das ist hier die Monorail-Station. Nein, wer redet da? Was ist denn hier? Nein, 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 nein. Nein. Das kommt von da oben irgendwo. Ich will hier gar nicht lang gehen, um ehrlich zu sein. Es... Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Nein. Fuck this shit, man. Was macht der da? Ach so. Ich habe gerade ein Stasi-Paket. Da. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Startpunkt, das du gerade aufgehoben hast. Das funktioniert definitiv. Habe ich jetzt den Typ mir hinten verlangsamt? Das wollte ich nicht. Gut. Ach, ich lade mal einfach nach. Ich weiß nicht, ob das hier... Ob ich da Munition verliere oder ob er die mitnimmt. Also ob es realistisch ist oder spielerfreundlich. Ich hoffe, spielerfreundlich. Wow, es gab keine Zeit zum, keine Situation zum wirklichen Sterben zwischen der letzten Speicherstation, aber angesichts der Tatsachen, dass es hier keine Quick Saves gibt, habe ich keine Lust, das alles nochmal machen zu müssen. Pipapo, ja. Ist ein bisschen doof mit dem Speichern, finde ich. Es sollte Quick Saves geben. Oder so wie in Dead Space 3, das dann später gelöst wurde. Nein! Nein, 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 fuck, fuck you. Gib mir Licht. Dankeschön. Dein Startmodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Tut mir leid, dass ich da jetzt... Oder ich gehe da nochmal gerade rein. Ganz ehrlich, in der Dunkelheit, ich bin noch nicht doof. Ich bin noch nicht doof. In diesem Spiel nicht in der Dunkelheit. Na, ein. Dieses Spiel macht Leuten Angst. Wo geht es hier? Toiletten. Nein. Die Toilette ist der natürliche Feind eines jeden Horrorspielers, Horror-Gamers. Jetzt schalte ich, will ich gerade meinen Dingsen ausschalten, meinen Bildschirm. Was? Ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendwas mit Security Man und Dead Space. Ich weiß es nicht. Ich habe ja schon so ein bisschen Vorahnung. Ich weiß das. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Was? Security Man? Was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich habe halt so ein bisschen Vorahnung. Ich weiß ungefähr, was der Dead Space ist und worum es so etwa geht. Und ich weiß, was das für Viecher sind. Aber nicht, wo genau sie... Doch, schon ungefähr, wo sie herkommen. Aber, wirklich über die 1er-Story gar nichts. Deswegen spiele ich das jetzt auch gerade. Und, es nimmt mich mit. Ich speichere nochmal gerade, weil wir Sachen mitgenommen haben. Einfach nur, falls wir sterben sollten, was durchaus passieren könnte, möchte ich mal sagen, dass wir dann mit dem Zeug hier starten oder weitermachen und nicht irgendwie nochmal alles einsammeln müssen. Okay. Ich... hier gar nicht sein. Fuck, 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 fuck. Was ist? Was ist los hier? Ich will hier nicht sein. Energieknoten. Na. HD-Textures ist was anderes. Aber dafür, dass das Spiel von 2008 ist, kann man nicht meckern. Es ist schon... Ja. Aktivieren. Nein. Momentan jedenfalls nicht. Was ist das? Da müssen beide aktiviert sein. Ich habe das Gefühl, wir erleben unser blaues Wunder. Wenn das hier ist, Stasi-Station. Yay.
haben wir da ein bisschen Stase. Die stehen doch sowieso gleich auf. Das weiß... Na, die stehen nicht auf. Das sind ja keine bösen Viecher. Fuck! Ah, der ging ganz gut. Wir hatten bisher ungefähr drei Gegner und bei allen... Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort einen Stasi. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Okay, Nummer 1. Ich glaube, das war gut so. Kralle gelöst. Müssten wir das halten? Weiß es nicht. Mal gucken. Ja, ja, ist gut. So. Wie verballere ich am effektivsten Schüsse? Gib sie mir. Nein, so nicht. Ah, okay, Kralle Nummer 1 war befestigt. Jetzt müsste Kralle Nummer 2 auch befestigt werden sein. Nein, okay. Gut, dann war das schon richtig so. Jetzt komm doch. Perfekt, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Fuck this shit. Ich muss hier bald. Ich muss hier bestimmt noch durch. Was hat sie wohl gehört, die Alte? Schießt den mal immer so ins Bein. Was sind denn die anderen? Nein, das ist, ich hätte auch nicht so viel Lust drauf, da jetzt irgendwie noch großartig hier. Waggonersetzung abgeschlossen. Yay. Jetzt geht's wieder zurück. Ich will gar nicht mehr. Vielleicht merkt man das leicht. Ach ja, klar. Schick mich doch wieder durch den halben Komplex. Ist ja logisch. Was mache ich eigentlich hiermit? Ich muss dann einfach nur hier B drücken und dann sagt er mir, oh ja, wir müssen wieder zurück. So, gut, dann kann ich da gleich nochmal speichern. Habt ihr gesehen? Ich will hier in die Mitte zielen und er zielt nicht. Doch, er zielt in die Mitte. Ich sehe dich genau. Ich sehe dich. Kriege ich dich hier durch auch? Nein, ich wusste es. Fuck you, jetzt kriege ich dich überhaupt nicht mehr. Ich speichere lieber vorher nochmal, bevor du mich umbringst. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wir werden nicht wirklich lange aushalten. Ich hätte auf leicht spielen sollen. Okay. Dadurch? Na, das ist abgeschlossen. Da hinten durch? Hoffentlich nicht nochmal durch. Nein, hier ist auch abgeschlossen. Okay. Das bedeutet den ganzen... Ja gut, ich hätte auch hier gucken können. Ich vergesse das immer wieder. Ist ja auch hier auf Steuerung jetzt. So, da wird es jetzt wahrscheinlich sehr ungemütlich hier unten. Insbesondere hier drinnen.
wird es wahrscheinlich sehr ungemütlich. Ja, das war klar. Nein, 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 nein. Alter. Wow, wow, wow. Wow, was ist das? Und warum lebt es noch? Ich weiß, ich hätte auf ihn drauf treten können. Wäre wahrscheinlich insgesamt effektiver gewesen, aber ich bin dumm. Beziehungsweise, nein, nicht immer, aber immer öfter und auch meist in so Schrecksituationen kann ich nicht mehr wirklich klar denken, aber ich glaube, das ist relativ menschlich. Ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Der Ragdoll-Effekt hier ist auch sehr cool. Mal aufpassen, weil ich so nah am Mikrofon dran bin, weil ich das Mikrofon so leise gestellt habe, glaube ich. Liegt immer meine Nase hier auf dem Popschutz. Das ist ganz lustig. Ja, ihr seht schon, ich versuche mich mit irgendwelchen lustigen Sachen irgendwie über Wasser zu halten, weil... Ist denn jetzt offen? Ah, hier ist doch noch ein Speicherding. Speicherstation. Speicherstation. Ihr seht schon, ich speichere überall, wo es nur geht. So, ich fühle mich immer etwas verlassen, weil dann... Isaac, wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Sie ist im Wartungssektor. Es war so klar, ich hätte es aufschreiben können. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt nicht hier hintergelaufen. Dann wäre ich jetzt 3 Millionen Kilometer zu denen gelaufen, hätte wahrscheinlich 30 von diesen Viechern töten müssen. Die hätten mich wahrscheinlich getötet. Und, ja. Lastenaufzug. Und es geht nach unten. Nein. Isaac? Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Ich will hier gar nicht lang. Oh, fuck, 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 oh, fuck. Reloaden. Ich sag jetzt wirklich so wie so Gollum oder so. Mit dem. Finde ich ganz lustig. Kann ich meine Stase? Nee, die reloadet sich automatisch, ne? Da liegt die Karte. Da ist auch unsere erste Werkbank. Coole Geschichte, hier liegt sehr viel. Ja. Ich wollte schon sagen, hier liegt sehr viel. Oh fuck, der war voll daneben. So, wieder aufgeräumt hier. Ich komme mir vor wie beim Putzteam. Wie nach so einer langen Party, weißt du, kommst du so. Kommt dir irgendwie so die halben Schnapsleichen entgegen. Gelaufen, naja, getaumelt. Den schießt du dann irgendwie die Beine ab. Na gut, mach ich jetzt persönlich nicht so oft. Aber, das vermeintliche Aufräumen macht dann vielleicht doch noch mal mehr dreckig, als es eigentlich sollte. Und ich hab genau die Schüsse verbraucht. Genau. Ich habe mal Angst, dass jemand reinkommt. Ich kann leider nicht abschließen, sonst will ich das wirklich tun. Okay. Ich glaube, wenn hier jemand reinkommt, ey, dann sterbe ich spontan an einem Herzkasten.